Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück hier bei The Witcher. Es ist nach wie vor der Morgen des zweiten Tages. Wir sind mit Geralt im Umland. Ihr seht, der Himmel sieht wieder vernünftig aus. Ich habe mich nochmal um die Mods gekümmert, habe da einfach wieder was entfernt und deinstalliert. Jetzt sollte es funktionieren. So, unser nächstes Ziel ist Abigail, denn dort wollen wir ja die Belohnung einstreichen und vielleicht noch dies und das kaufen. Aber ich glaube, sagt man, in den Häusern waren wir noch nicht. Hier ist auch eine Feuerstelle, das ist nicht schlecht. Die könnten wir eigentlich hier auch gleich nutzen zur Meditation, weil wir haben ja ein Level-Up, ne? Wobei, wenn wir jetzt noch ein bisschen Kräuter sammeln, können wir vielleicht auch noch dann in dem Zuge gleich Tränke herstellen. Das mache ich jetzt mal nicht. Wir gucken erstmal hier in diese Hütchen rein. Ich glaube, ich war hier noch nicht. Nee, an diese Figur, die sich hier über den Tisch lehnt oder gelehnt hat, kann ich mich nicht erinnern. Gut, gucken wir mal rum. Hier finden wir ein bisschen was. Zwei. Was haben wir im Kleiderschrank? Oh, schaut euch das mal an. Lunasplitter, Quecksilberlösung, Herzogswasser. Ja, hier sind ein paar Sachen, die wir sonst nicht so viel haben. Zum Beispiel Quebrit fehlt uns noch ein bisschen was von der Alchemie her. Ja, gut. Das hat sich durchaus gelohnt. Okay, dann gucken wir auf der anderen Seite auch noch. Ja, ich hatte schon mal gemutmaßt, die Leute sind hier möglicherweise alle an dieser Krankheit gestorben, ne? Deswegen der Zugang auch gesperrt ist. Ich weiß es nicht. Da hinten haben wir noch ein Päckchen. Auch 6, jo. Ich frage mich, warum diese Häuser noch nicht von anderen geplündert wurden. Ich meinte, solche komischen Gestalten gibt es hier eigentlich zuhauf, die das tun würden. Aber okay. Gut, da haben wir noch eine verschlossene Tür. Da kommen wir nicht rein. Ja, und jetzt würde ich sagen, auf dem ganzen Weg werden wir jetzt Kräuter sammeln, was das Zeug hält. Das Ganze ist limitiert, wie ich schon erwähnt habe, auf 50 pro Stück. Insofern wird das irgendwann auch seine Grenze erreicht haben. Okay, was ich auch überhaupt jetzt noch erfahren habe oder gelernt habe, wenn der Ort hier als sicher gilt, also wenn hier kein blutiges Symbol kommt, dann kann ich noch nicht mal meine Waffen ziehen, interessanterweise, und ich kann auch keine Zeichen wirken. Das war mir bisher auch noch nicht bewusst. Ich dachte schon, hier wäre irgendwas kaputt. Aber nein, es liegt an der sicheren Umgebung. Das ist zumindest meine These. So, weiße Myrte. Schöllkraut. Nehmen wir alles gern mit. Das ist mir zu weit entfernt. Dort geht es in Richtung... Hier waren wir ja schon mal in der Nacht. Dort geht es in Richtung der Gruft. Aber ich denke, die Gruft machen wir jetzt noch nicht. Das nächste große Ding... Jetzt rein monsterjagdmäßig wird dann... Werden die Ertrunkenen, glaube ich, werden. Aber vorher brauchen wir noch das Buch über die Ertrunkenen. Ich denke, das ist schon wieder so ein Äffchen hier. Ganz, ganz merkwürdig. Ich denke, das ist sinnvoll, das sich zu holen, bevor man mit den Ertrunkenen kämpft. Zumal man dort vielleicht auch... Was hat das Äffchen? Zumal man dort vielleicht auch... Das sieht auch ein bisschen gruselig aus, oder? Es ist irgendwie wie so ein... Naja, ist das nicht so ein Totenkopfäffchen? So sieht es zumindest aus. So, wir sind schon bei Abigail. Pflücken wir noch erstmal kurz was, bevor wir zu ihr reingehen. Ob sie uns da sauer ist, wenn wir hier ihre Kräuter, das sind ja nun wirklich ihre Kräuter, wegnehmen. Aber ich glaube, sie hat Verständnis. Okay. Hi Abigail. Sie fegt mal wieder. Sie ist da sehr eifrig, was die Sauberkeit ihrer Hütte betrifft. Und wen haben wir denn hier? Wir haben Alvin hier. Ja, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee, ihn hierher zu bringen. Ah, finde ich gut. Was wollt ihr? Ja, was wollen wir? Ich fand eure Nachricht. Ach so, damit meint... Geralt sicher den Auftrag. Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bagestenschädel? Natürlich. Habe ich. Sie gehören euch, wenn ihr zahlt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Und nehmt diese Alraunwurzel.
Sie könnte euch von Nutzen sein. Oh, danke. Prima, wir könnten noch handeln. Das sollten wir auch tun, aber wir gucken erstmal, ob wir noch was Darf mit ihr sprechen können. Etwas fragen? Wenn es sein muss. Wie ich sehe, habt ihr Alvin aufgenommen. Denkt ihr, ich würde eine Waise im Stich lassen? Davon abgesehen hat er Potenzial. Was meint ihr damit? Er besitzt Macht, die er wohl nicht kontrollieren kann. Jetzt schläft er erstmal mit Hilfe der Kräuter, die ich ihm zusammengemischt habe. Wie edel von euch. Nur wenige würden in diesen Zeiten ein zusätzliches hungriges Maul bei sich aufnehmen. Der Winter rückt näher. Wenn ich hungrig bin, esse ich ihn auf. Die Dörfler glauben das zweifellos. Die halten mich für ein Ungeheuer. Seid ihr eines, Abigail? Wir haben alle ein Ungeheuer in uns. Mhm. Was wohl ihr Ungeheuer ist? Interessant. Ich meine, vielleicht ist ja was dran, was die Dörfler sagen. Man weiß nie, aber im Moment macht sie ja wirklich eher einen sympathischen Eindruck. So, wir könnten auch hier uns ausruhen. Aber wir gucken erstmal hier rein. Okay, Bargastschädel übergeben. 100 Ohren zu erhalten, sehr gut. 296 haben wir. Raunenwurz hat sie uns gegeben. Und der Bargastvertrag, den haben wir wieder übergeben. So, dann gucken wir mal. Das ist sortiert nach Wert. Also das rote Band. Ertrunkene abwehrende Talisman. 400. Ja, das ist ganz schön teuer. Können wir uns, glaube ich, nicht leisten. Aber das hier, das brauchen wir. Sumpfungeheuer. Sie hat das Buch auch. Ich würde sagen, dann kaufen wir das bei ihr. Für 200. So, haben wir noch 96. Buch der Tiere kostet 100. Ich weiß nicht. Hunde und Wölfe, denen sind wir quasi noch gar nicht begegnet. Klingenöl kaufen wir nicht. Zutaten will ich auch erstmal sehen. Was allerdings ein Thema sein wird, glaube ich, zumindest ist Alkohol als Grundstoff. Was ist denn bei ihr das billigste? Temerischer Roggenwodka. Ja. Okay, das kostet immer 20. Ah, nee. Oder Peperovka. Ich würde sagen, das werden wir uns nochmal gönnen. Also wir haben Weiße Möwe. Ich glaube, das gilt als Grundstoff und dann brauchen wir halt irgendwie Alkohol. Na, mal sehen. Ich habe da jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Aber ich denke, das werden wir brauchen. Geben wir mal die 20 aus und die 20. So. Was wir jetzt aber machen können, wir können hier unsere übrigen Bargästenschädel verkaufen. Und das sind ganz schön viele. Und sie nimmt 5 pro Stück. Das ist doch praktisch. Hervorragend. Ich hoffe sehr, dass wir die nicht noch woanders brauchen. So, haben wir 80 dadurch verdient. Jetzt haben wir wieder 116. Das ist doch okay. Ja, ich würde sagen, das ist es dann erstmal gewesen. Brauchen wir ein Buch über Bargästen? Wir können sie offenbar ausnehmen, auch ohne das Buch. Deswegen werde ich mir das mal sparen. Machen wir mal nicht. So, gab es noch mal. Mit ihm will ich noch mal reden. Ich werde auch ein Hexer. Ja, okay. Ich meine, das könnte theoretisch sogar sein, wenn... Sie sagte ja, irgendwas sieht sie in ihm, irgendwas ist mit ihm. Naja, aber wir sind jetzt gerade nicht auf Rekrutierungsreise. So, wir gucken uns aber jetzt nochmal an, was wir hier bekommen haben. Also, wir haben von ihr bekommen... Na, das Buch haben wir gekauft, das werden wir jetzt erstmal lesen. Ah, jetzt hätte ich gleich mal gucken können, ob wir es verkaufen können gleich. Also, das Bestiarum beschreibt Sumpfungeheuer, Trunkene, Trunkene Tote und Blutsüger. Okay. So, da haben wir den Eintrag hinzugefügt. Und neue Zutaten. Über die Ungeheuer, das lesen wir uns dann durch, bevor es dort in den Kampf geht. So, und sie hat uns noch Alraunenwurzel gegeben. Oh, auch das bringt Kebrit. Das ist sehr gut. Das sind ja diverse Zutaten, die damit verbunden sind, so wie es aussieht. Ja. Blutsäugerblut. Ginatsäure. Hirn des Ertrunkenen. Zunge eines ertrunkenen Toten. Naja. Gut. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Und nächstes Ziel ist nochmal die Taverne, weil da gibt es, glaube ich, doch einiges, was wir nochmal prüfen können, was wir da tun können.
Unter anderem will ich dort nochmal mit dem Zwerg sprechen. Also dem Schmiede-Zwerg. Dem Zwergenschmied. Ich glaube, das ist eine angemessene Bezeichnung. Dem Schmiede-Zwerg. Vielleicht kann der uns ja was über die Würfel erzählen. Es hieß ja, die Zwerge kennen sich damit aus. Das wäre noch ganz gut zu erfahren. Und da werde ich dann das Feuer nutzen. So, manchmal ist das Tor auf, tagsüber manchmal nicht. Na gut. So, da haben wir ihn schon. Jetzt ist die Frage... Ich vergeude meine Zeit. Redet er jetzt mit uns? Ja. Ja? Sehr schön. So, was können wir mit ihm besprechen? Oh, schaut mal, wir können über Waffen sprechen und wir können... Ich muss mein Schwert neu schmieden lassen? Was bedeutet das? Na, wir fragen erstmal das hier. Lasst uns über Waffen sprechen. Ich bin zwar kein Spezialist, aber ich kann Schwerter schmieden. Bringt mir 3 verschiedene Erze und ich schmiede euch ein vortreffliches Stahlschwert. 3 verschiedene Erze? Das war ja irgendwie noch gar nicht sichtbar, dass es hier Erze gibt. Ja, aber klingt auf jeden Fall gut. Ich suche nach Erz. Noch etwas. Für 35 Orens könnt ihr dieses vorzügliche Schwert verhaben. Es ist nicht gerade legal, aber ich brauche das Gold. Schwertfett. Ja, jetzt können wir natürlich nicht überprüfen, wie vorzüglich das ist, aber ich denke, wir bezahlen das mal. Diese Schmiere steigert die Qualität rostiger Waffen. Ist aus Schweinefett und noch ein paar Zutaten. Hört zu, alle sind verrückt geworden. Okay, Zinnfriedöl haben wir dadurch auch kennengelernt. Wartet mal, das gucken wir uns gleich mal an. Die Öle finden wir hier. Klingenüberzug fügt einer verwundeten Kreatur paralysierenden Schmerz zu. Das ist die neue Formel. Eine mit dieser Substanz bedeckte Klinge fügt dem verwundeten Wesen lähmende Schmerzen zu. Kreaturen, die keinen Schmerz empfinden, sind gegen seine Effekte immun. Okay, also vermutlich Geister. Gut, langanhaltend. Die Formel für diese Substanz stammt aus der Stadt Zinnfried, wo sie weithin von finsteren Charakteren genutzt wird. Okay. Prima, so. Können wir mit ihm noch was besprechen? Ich habe zu arbeiten. Offenbar nicht. Interessant ist, die Sache mit dem Schwert ist jetzt gar nicht Teil irgendwie einer Quest geworden. Das scheinen wir uns einfach so merken zu müssen. Okay. Und... Ich würde gerne mit ihm noch mal handeln, aber das geht jetzt nicht. Ich guck mal, ob der Händler da drüben vielleicht mir die Ringe abkauft. Das wäre mal ganz praktisch. Aber das ist auch ein Kräuterkunde. Ich glaube, das macht er nicht, ne? Was? Nee, der kauft nur Kräuter. Okay, nee. So, und dann habe ich noch eine Entscheidung getroffen. Mich nervt irgendwie diese blöde Axt. Ich weiß nicht, ob ich sie noch benötige. Ich weiß, ich habe keine Peilung, für welchen Moment die gut ist, aber wisst ihr was? Obwohl, können wir vielleicht sowas zum Beispiel in die Truhe tun hier in der Taverne? Das könnten wir mal ausprobieren. Wobei, so eine Axt kriegt man, obwohl, naja, so häufig gibt es die noch auch nicht, ne? Na, gehen wir mal rein. Oder gibt es hier was Neues? Nee. Oh, Geralt? Wen haben wir denn hier? Zoltan hat sich herbegeben. Na, das passt ja. Dann können wir ihn nach den Würfeln fragen. Sehr schön. Zoltan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder. Jeder Söldner hat gespielt. Okay, das interessiert uns. Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Okay, machen wir. Würfelpoker. Verdient ein bisschen Geld mit Würfelpoker. Platziert eure Wette und links klickt Würfeln. Manche Charaktere verlangen, dass ihr extra Runden spielt. Gut. So, jetzt müssen wir unseren Einsatz setzen. Da wir es noch nicht kennen, fangen wir erstmal klein an. Okay, dann würfeln wir mal, ne? Und wir würfeln. Was haben wir denn gewürfelt? 2 Einser.
1, 2, 3, 4. Ah, warte mal, das könnte aber auch eine Straße werden, ne? Wenn wir eine 5 würfeln. Tja, was ist besser? Außerdem, ich kenne, glaube ich, nicht so richtig die Rangfolge der Bilder. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wir werden mal nicht steigern. Mal gucken, was der Gegner noch macht. Ich versuche mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß nicht, ob es hier sowas wie Straßen gibt. Ist es so wie Pasch? Wir versuchen es mal. Jetzt sehen wir sogar unser Paar weg. Ne? Ist auch irgendwie doof. Kann man das noch anders machen? 1, 2, 3, 4. Nee. Ich muss... Ach nee, es ist irgendwie... Ist mir zu riskant. Wir würfeln das nochmal. Na toll. 2, 3, 4. Haben wir jetzt quasi dasselbe gewürfelt, was wir eben liegen gehabt haben? Aber wir haben trotzdem gewonnen, weil er... Hatte er nicht auch ein paar? Okay, lustig. Gut. Offenbar gibt es mehrere Runden. Wir fangen wieder an. 2, 3, 4, 5, 6. Das ist doch eine Straße. Jetzt sehen wir, ob wir eine Straße haben. Oh mein Gott. Straight bis 6. Wow. Dann gehen wir mal ganz hoch. Obwohl, geht er dann mit? Ich meine, er sieht, was wir hat. Ich würde an seiner Stelle passen. Was macht der Gegner? Ja, er hat gepasst. Okay, wir haben ein bisschen was gewonnen. Aber das ist ja ganz spaßig, würde ich mal sagen. Ob wir jetzt gleich eine Partie machen können mit dem... Wo ist denn der eigentlich? Mit dem Spieler? Das würde mich mal interessieren. Ich mag alle, die bereit sind, ein Risiko einzugehen. Ah ja, tatsächlich. Wir können gegen ihn spielen. Nochmal ein Hinweis, fällt nämlich gerade auf. Es gab einen Kommentar, der in der Sache sehr korrekt war, wie ich fand. Der hat darauf hingewiesen oder die Frage gestellt, ob das überhaupt zu Geralt passt, dieses Verhalten in der Kneipe, jetzt Schlägereien anzufangen, Würfelspiel zu machen. Und ja, das passt rollenspielerisch eigentlich nicht zu dem Geralt der Romane. Nun habe ich hier so ein bisschen das Problem, dass die Entwickler natürlich einem gewissermaßen so ein paar Schienen legen, was man in diesem Spiel machen kann, jenseits der Hauptquests und der Entscheidungen, die man dort vielleicht treffen kann. Und das ist nicht viel. Das ist am Ende das Würfelspiel, diese Raufereien, also zumindest im Moment, und diese amorösen Abenteuer. Alles drei passt eigentlich in der Form, wie es hier präsentiert wird, nicht ganz so toll zum Charakter. Aber ich finde es jetzt schade, das links liegen zu lassen, aus rein rollenspielerischen Gründen, weil das Spiel ansonsten dann wirklich sehr auf den anderen Kern sich fokussiert. Und ja, also ich hoffe, das ist okay für euch, dass das hier nicht ganz hundertprozentig charaktergemäß ist. Das ist auch so ein bisschen der Nachteil, wenn man in einem Rollenspiel einen gewissermaßen fertigen Charakter übernimmt. Und die Entwickler haben sich ja dabei auch irgendwas gedacht, genau das zu integrieren. Also lasst uns spielen, lasst uns raufen. Okay, viel will er hier nicht investieren. Wir wollen aber, wir starten gleich mal mit 5. Mal gucken, ob wir wieder so ein Glück haben. Oh, 1, 2. Oh, verdammt, das ist kurz vor einer Straße, Leute. Der hat 3 gleiche. Eieieiei. Wir riskieren es mal. Die Chance ist jetzt gering, dass das klappt. Aber ich würfle nochmal. Und wir brauchen eine. Möchtet ihr erhöhen? Wir haben im Moment nichts. Ja, kommt. Wir erhöhen nochmal und wir nehmen die 1 und hoffen auf eine 3. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr hohes Risiko. Und ein paar ist draus geworden. Okay, das ging erstmal schon mal daneben. Toll. Man würfelt also nur 2-mal. Interessant, ja. Das ist dann... Auf eine Straße zu würfeln, ist schon ziemlich risky. Weiß ja nicht, ob ich das nochmal so tun werde. Jetzt haben wir aber 2 Pärchen. Das ist doch schon mal besser. Der Gegner sieht schlechter aus. Ich würde sagen, da erhöhen wir mal. Und wir würfeln dementsprechend die nochmal.
Nein, das hat leider nicht geklappt. Jetzt können wir nur hoffen, dass er ein bisschen Pech hat beim Würfeln. Jawohl. Okay, jetzt steht es 1-1. Das heißt, im Pott sind 20 und es geht in die entscheidende Runde. Oh, der eine Würfel geht raus. Was haben wir? Dreier. Oh ja, das ist nicht schlecht. Dann würde ich sagen, erhöhen wir nochmal. Ha! Er hat gepasst. Sehr Feigling. Wir haben gewonnen. Hervorragend. Sehr schön. Das hat doch schon mal gut geklappt. So, wartet mal. Was war beim Antiquar? Vielleicht können wir dem noch Bücher verkaufen. Ich sollte eigentlich im Händlerviertel im Geld schwimmen. Ja, die Litanei kennen wir schon. Ja, sehr gut. Wir können ihm die alten Bücher verkaufen. Dafür nimmt er noch 40. Verkaufen. Das haben wir gelesen, ne? Genau. Und Sumpfungeheuer haben wir auch gelesen. Nimmt er auch 40. Hervorragend. 174. Jetzt gucken wir mal, was er noch Interessantes hat. Bombe. Feldpflanzen kennen wir. Das kennen wir auch. Das haben wir ihm, glaube ich, verkauft. Buch der Tiere. Wieder die Anderlinge. Okay, das sind jetzt so inhaltliche Bücher. Grundregeln der Herstellung von alchemistischen Mixturen. Ich weiß nicht. Das andere ist alles nicht interessant. Hatte er nicht noch irgendwo mal... Irgendjemand hatte noch ein anderes Buch über andere Pflanzen. Aber er scheint es nicht zu haben. Okay, bei ihm finden wir jetzt nichts Sinnvolles mehr. Gut, dann würde ich sagen, mieten wir uns jetzt hier mal kurz ein für eine Meditation. Was kann ich für euch tun? Habt ihr ein Zimmer? Ja, für euch 5 Orens. Ich wollte auch gucken... Ah, wartet mal, ich wollte gucken, ob wir die Axt dort einlagern können. Na gut, machen wir das erstmal. So, das ist lustig. Bleibt stehen! Es gibt eigentlich keinen Grund, ehrlich gesagt, warum man hier 5 Orens bezahlt, um hier zu meditieren, anstatt draußen vor der Tür am Lagerfeuer. Spielmechanisch ist das, glaube ich, komplett identisch. Aber ich mache es jetzt einfach mal aus rollenspielerischen Gründen. Wir können es uns im Moment ja auch leisten. So, ich würde sagen, wir starten mal mit unserem Held, mit den Talenten. Und ich hatte ja extra Gewandtheit gesteigert, um alle Bewegungen im Faustkampf freizuschalten. Ich hoffe, dass das dann auch was bringt. Dann will ich jetzt auch bei schnellem Stahl auf Stufe 2 kommen. Und ich denke, Stärke Stufe 2 ist gut. Schaden plus 5, Parieren plus 5. Vitalität brauchen wir unbedingt. Das machen wir. Und damit haben wir das schon. Und jetzt gucken wir mal bei den Tränken. So, als erstes, wir können diesen Furchtbringer-Blick machen. Das ist gut. Ein mutagener Trank gewährt ein Bronzetalent. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Pflaumentinktur wird dafür verwendet. Und diese Bestandteile. Wir können mal gucken, wovon wir am wenigsten haben. Hier haben wir 10 und 21. Hier haben wir 13. Ether, ist das auch Ether? Nee. Hier haben wir, ach, das ist Ether. 10. Quebrit, das ist sozusagen noch, okay, Balissafrucht, das ist wichtig für uns. Quebrit ist Mangelware. Hydragenum haben wir relativ viel, aber auch nur durch Ektoplasma. Das haben wir, glaube ich, bei den Bargästen gefunden. Und Karmin haben wir gar nicht. Okay, nun gut. Egal, wir machen diesen Trank. So. Wir haben jetzt 2 Roggenwodkas und 2 Peperowskas. Wie wird eigentlich weiße Möwe hergestellt? Okay, da braucht man Alkohol als Grundstoff. Und wer braucht weiße Möwe denn als Grundstoff? Ach, schaut mal hier. Waldkauz geht mit Alkohol. Aber Schwalbe und Katze, die gehen auch mit Alkohol. Ah, Schwalbe ist der einzige Trank, für den wir weiße Möwe brauchen. Okay, das ist halt ein komplexerer Trank. Und ich denke, Schwalbe sollten wir mindestens 4, will ich immer haben. So, und jetzt kann ich ihn schon nicht
mehr machen, weil uns weiße Möwe fehlt. Dafür brauchen wir dann den Wodka. Ist 4 ein bisschen viel? Na, wir machen das mal. So, dann nochmal Schwalbe. Okay. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir einmal eine Katze machen, den Trank, um im Dunkeln sehen zu können. Und Waldkauz, Ausdauerregeneration, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das sparen wir uns mal auf, den letzten Alkohol, oder? Wir haben noch 2 sogar. Na, wer weiß. Machen wir einen Waldkauz. Machen wir den auf Reserve gewissermaßen. Soweit okay. Gut, dann meditieren wir 2 Stunden. Ich poliere euch die Fresse! Okay, und damit sind die Tränke hergestellt. Was macht Ovelaf hier in der Mitte? Dieser Ort stinkt. Naja, darf er ja auch machen. Okay, wir gucken mal. So, dann würde ich sagen, nehmen wir als nächstes den Furchtbringer-Trank, der uns ein Bronzetalent gewährt. Und dafür müssen wir natürlich jetzt auch meditieren. Aber Leute, ich werde jetzt nicht nochmal 5 Ovens bezahlen. Wir machen eine kurze Meditation im Hof. Und zwar hier bei den Söldnern. So, und wenn ich das richtig verstehe, genau, haben wir jetzt ein Bronzetalent einfach so dazu bekommen. Okay, dann ist jetzt die große Frage, was machen wir damit? Stahl will ich jetzt im Moment, ich meine, wir können doch irgendwelche Boni uns dazu holen. Bluten plus 15%. Ja, oder wir gehen einfach mit Ausdauer auch auf Stufe 2. Ich meine, das müssen wir eh irgendwann sowieso machen. Scheint mir eine Standardsteigerung zu sein. Wir gucken mal, was für Boni es hier noch gibt. Okay, das ist... Ja, das ist halt immer nur auf den Kampfstil bezogen. Das ist etwas, was mich so ein bisschen abhält, das erstmal zu machen. Während hier so eine allgemeine Steigerung erstmal auf alles gilt. Finde ich allgemein stärker. Gibt uns mehr Ausdauer. Ich würde sagen, wir machen das. Ja, was man auch machen könnte, ich nehme es nochmal raus, ist, es gibt noch eine Geschichte, die man für den Faustkampf freischalten kann, nämlich Machtverstärkung. Da kann man wahrscheinlich länger ausholen oder so. Aber wir wollen erstmal sehen, wie wir uns schlagen mit der jetzigen Verbesserung. Insofern machen wir das und meditieren eine Stunde. Das Leben in der Armee ist hart. Gott, gibt so viel, was ich jetzt hier alles noch tun wollte. Leute, wartet mal. Jetzt, das nächste ist, ich wollte gucken, ob man das Beil beim Wirt deponieren kann. Ich kann es ja nicht ins Inventar ziehen. Mal gucken. Ansonsten lasse ich das, glaube ich, hier in der Ecke liegen. Freut sich irgendjemand, weil, ehrlich, mich nervt das ein bisschen. Es sieht irgendwie total dämlich aus. Was kann ich für euch tun? So. Ah, tatsächlich, das geht. Wir können das ins Lager ziehen. Okay, also wenn wir es merken, dass wir es irgendwie brauchen sollten, dann holen wir es einfach aus dem Lager. Ist doch praktisch. So, jetzt sieht das doch viel, viel besser aus. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, jetzt versuchen wir uns nochmal an einen Faustkampf, oder? Bleibt stehen! Vielleicht hier gegen den 10. Direkt mal die nächste Stufe. Kämpft ihr oder seht ihr zu? Keine Herausforderer? Okay, er will nicht. Keine Herausforderer? Vielleicht muss ich erst nochmal gegen Normalus kämpfen. Ich weiß nicht, gegen wen wir schon gekämpft haben. Gegen den offenbar nicht. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Okay, hier wird uns angezeigt, wie viel Geld wir maximal haben. Das habe ich das jetzt mal missverstanden. Ich glaube, mit einer Verdopplung kommen wir klar. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Wir werden sehen. Genau, das werden wir sehen. Wer will einer aufs Maul? Okay. Ja, ich habe das Gefühl, er mich kämpft ein bisschen anders. Zu schlagen. Schlagt mich, ihr Memme! Oh ja, er tritt sogar. Aber wir kriegen auch ganz schön Gegenwind noch.
Keine Herausforderer? Ganz sicher, wann der richtige Moment des Schlagens ist. Wer will einer aufs Maul? Okay, gut. Insgesamt aber doch souverän, würde ich sagen. Na gut, okay. 20 Orens gewonnen. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Alles klar, wir sind ein bisschen angeschlagen. Shani, kannst du uns kurz mal heilen? Oh, warte mal, sie steht sogar direkt auf. Ich könnte was trinken. Hey, krass. Okay, jetzt haben wir das mal gesehen. Sie heilt uns echt. So, können wir jetzt mit dem 10? Langweilig. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Muss man erstmal die anderen alle besiegen? Ich könnte es mir vorstellen, ne? Haben wir den schon? Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. So, machen wir hier auch wieder 20. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Wir werden sehen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ihr kämpft wie ein Mädchen! Oh ja, sind doch andere Moves dabei. Ich poliere euch die Fresse! Was macht er da mal für... Gut, okay, das lief auch wieder gut. Aber ob wir schon bereit sind für den 10? Wie er da rumpost. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Gut, da haben wir die nächsten 20. So, und jetzt... weiß nicht, ob er jetzt schon bereit wäre. Ah, Shani steht schon wieder auf. Die weiß schon, was hier los ist. Das ist echt lieb von dir, Shani. Prima. Ich check jetzt nochmal die Normalos. Kämpft ihr oder seht ihr zu? Also den hatten wir ja schon. Wenn der jetzt auch sich verweigert, dann... Ja? Wollt ihr kämpfen? Habt ihr Geld? Warte mal, den... Ich bin nicht interessiert. Den haben wir doch mit Sicherheit schon besiegt. Okay, ich versuch's mal. Keine Herausforderer? Er will echt nicht. Den haben wir jetzt schon, den haben wir heute zumindest noch nicht. Mich juckt es, jemanden aber... zu schlagen. Okay. Ich will nicht zweimal verprügelt werden. Okay, also die sind alle, die wollen alle nicht mehr. Aber er will, dann müssen wir wahrscheinlich in einer Session gegen die Reihe nach gewinnen. Okay, alles klar, ich verstehe. Dann müssen wir es jetzt echt durchziehen. Also das mache ich jetzt nicht. Das hier wird jetzt der letzte Kampf sein, diese Folge. Aber dann dürfen wir nicht wieder weglaufen oder schlafen oder sowas. Wir müssen das am Stück gewinnen hier. Wollt ihr kämpfen? Habt ihr Geld? Gegen den wird das ja ein Kinderspiel, denke ich mal. Ohne Fleiß. Wir werden... Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Wie bitte? Ja, aber der teilt auch aus. Aber der hat kein Leben halt, ne? Gut. Okay. Geralt, so. Wenn jetzt meine These stimmt... Oh Gott, wer rumpost? Seht ihr das? Wieder verloren. Ich hätte es wissen müssen. Hier ist euer Gold. Danke. Wenn jetzt meine These stimmt, dann müsste jetzt der Kampf gegen die 10 möglich sein. Okay, das werden wir das nächste Mal ausprobieren. Shani muss uns wieder heilen. Aber gut, das wird sie bestimmt machen. Bis dahin. Liebe Leute, ich verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwall.